Es war einmal unter dem Sofa von Dirk Hempel eine Menge Krempel und ein Kakerlakentempel, in dem sich zwei Kakerlaken begegnen. Sie reden übers Wetter. Es ist am Regnen, doch das könnt sie nicht schocken. In der Wohnung sei es trocken. Da sehen sie auf dem Tisch so etwas wie einen braunen Brocken. Wie geil meint die eine zu der anderen. Da müssen wir hinwandern. Wir fressen dieses Zeug und entspannen dann. So machen sie sich auf die Socken zu diesem braunen Brocken. Vorbei an den Stoppflocken, wo sie stoppen. Sie sehen, wie eine Kakerlake auf einen Trip tritt und kleben bleibt. Eine halbe Stunde erstmal heftig um ihr Leben schreit. Als sie sich dann befreit, bemerkt sie auch die Kleinigkeit, dass sie für unvorhersehbar Zeit daneben bleibt. Und um nicht abzukacken, fängt sie an zu swingen und dieses Kakerlakenlied zu singen. Da meint die eine Kakerlake so, der kann doch nicht frisch sein. Lass mal weitergehen, denn da vorne ist das Tischbein. Und als sie beide dann vor diesem Tischbein stehen, ihre Köpfe drehen, um nach oben zu sehen, da meint die eine, ey, ich glaube, du musst ohne mich gehen, weil sich in derartigen Höhen meine Mägen umdrehen. Die Haschischgier der anderen dagegen ist unmessbar. Sie klettert auf den Tisch rauf, als wäre sie Reinhold Messner. Und sie so oben angekommen, denkt sie sich so wunderbar, jetzt mach ich erstmal diesen geilen braunen Brocken klar. Sie stürzt sich auf den Shit wie Obelix auf was zu essen. In null Komma nix hat sie den ganzen Pott gefressen. Übel, 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 das war zu viel des Guten. Für die nächsten 10 Minuten kann sie sich nicht mehr sputen. Da öffnet sich die Haustür, herein tritt der Hempel. Er war beim Arbeitsamt für irgend so einen Stempel. Er geht zum Tisch und entdeckt sein haschisches Leck. Stattdessen liegt da nur noch dieses stonte Insekt. Das hat zum Effekt, dass er dieses Insekt in das Köpfchen seiner Wasserpfeife steckt. Das heißt, er checkt und probiert, ob's funktioniert. Und als funktioniert, wird sie mit Tabak garniert, kurz angezündet und inhaliert. Und um nicht abzukacken, fängt er an zu swingen und dieses Kakerlakenlied zu singen.